In dieser Liga, wo der FCI hin will, haben wir auch gleich unseren Auftaktskandal, die Puck-Affäre unter der Woche. Matthias Sammer konterte ja den Vorwurf seines Bremer Kollegen Aichin, der FCB würde von den Schiris bevorteilt werden mit folgendem Satz: Der hat wohl einen Puck an den Kopf bekommen. Ja? Anspielung auf Aichins 12-jährige Vergangenheit bei den Kölner Haien. Und genau dort hat sich heute der Täter selbst gestellt. Das ist der Puck. Ja, ich kann es ja jetzt zugeben, ich war's. Ich habe den Eich an den Kopf geschossen. Waren zusammen auf dem Eis. Tor war ganz frei. Torwart lag schon in der Ecke und ja, zum Schlagschuss ausgeholt. Und auf einmal kam Eich angeflogen quer durch den Strafraum. Bei uns heißt es ja Torraum. Und ja, hat er den Kopf am Puck, den Puck an den Kopf bekommen. Und ich meine sogar, er hätte mit den Zehen gefangen, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ja, es wird ja über Spätfolgen diskutiert, kann ich mir jetzt gar nicht so richtig erklären. Also mir ist ja jetzt kurz danach nichts aufgefallen. Aber war ganz normal, er ist aufgestanden, als wäre nichts gewesen und hat den Puck dem Schiri gegeben und da war direkt wieder Bulli. Und ja, den Puck, den schicken wir jetzt mal dem Herrn Sammer zu, dann sieht er mal, wie hart so ein Teil ist. Und ja, für seine Sammlung und immer schön sportlich bleiben, ne? Danke.